Ja, die HR Person of the Year ist ein Mitarbeiter von mir geworden, der leider im August verstorben ist, Thomas Gruber. Er war der Personalleiter unserer Österreich-Organisation und er hat leider ein schweres Schicksal erlitten. Durch eine Tumorerkrankung ist er erblindet und ist leider im August heuer verstorben. Und sein Team und ich, wir nehmen diesen Preis HR Person of the Year stellvertretend für den Thomas heute entgegen. Ja, es war schon ein schwerer Moment noch einmal, weil natürlich alles irgendwie noch einmal abläuft. Ich glaube, es ist ein gemischtes Gefühl. Auf der einen Seite stolz auf den Thomas, dass er diesen Preis bekommen hat. Auch Dankbarkeit für das Zusammenarbeiten. Aber natürlich auch Trauer über den Verlust. Nachhinein muss man sagen, bin ich dankbar dafür, dass ich mit dem Thomas arbeiten konnte. Und ich glaube, auf das muss man den Wert, den Fokus legen.